Also er zeigt einem das hier so ein bisschen an. Aber definitiv nicht so, wie man es eigentlich bräuchte. Wir würden hier also definitiv unser Auto extremst beschädigen, wenn wir weiterfahren. Extremst beschädigen. Das ist nicht so schön. So Freunde, auch ich habe das neue Update bekommen und das ist bereits installiert und wir schauen es uns jetzt mal an im Auto. Einmal haben wir die schönen Versionshinweise. Er zeigt uns kleinere Fehlerbehebungen an. Upgrade bei der Einparkhilfe, da bin ich mal sehr gespannt. Ich stehe hier in meiner Garage, die früher LKWs angezeigt hat. Und ja, schauen wir mal, was jetzt angezeigt wird. Apple Podcast, dann Castle, Doom Badge Spiel, Tesla Arcade Updates. Ja, das sind so Dinge, auf die lege ich nicht so besonders großen Wert. Benutzerdefinierte Verriegelungstöne, das wäre natürlich cool, wenn man was drauf sprechen könnte. Irgendwas, wo es dann heißt, das Auto ist zugesperrt oder irgend sowas. Ja, wäre bestimmt ganz witzig. Routenplaner in der mobilen App, cool. Mehr Kameras in der Live-Kamera-Ansicht, automatische Winkelkamera, auf die freue ich mich auf jeden Fall. Die ist, glaube ich, super, wenn man das hat. Dann haben wir noch das Lichtspektakel, okay. Aussetzung des Autopiloten, das verstehe ich sowieso nicht, warum Tesla bei diesem Autopilot immer so streng ist, dass sie einen da dann rauskicken. Das ist mir ein Rätsel, da wollen sie eine Woche lang sperren oder so, oder 5 Tage lang sperren, wenn man da zu oft nicht drauf geachtet hat, dass man das Lenkrad bewegt hat, also ist mir ein Rätsel. Weitere geringfügige Aktualisierungen, schön, dass es jetzt zumindest mal dabei steht, was sie sonst noch gemacht haben. Ihr könnt euch das ja durchlesen. Wir schauen jetzt einfach mal gleich, wie hier unsere Umgebung erkannt wird. Ja, wir stehen in der Garage. Das zeigt uns auch entsprechend an. Er zeigt die Wände, er zeigt das Auto meiner Frau daneben liegend. Soweit okay. Rückwärtsgang ist drin. Wir sehen in der Kamera, wir haben noch mächtig Platz. Er sagt trotzdem Stopp. Aber schaut mal, Freunde, wie weit ich zurückfahre und ich mache das nur noch Kamera. Das Piepsen habe ich übrigens schon lang ausgestellt bei dem Auto, weil das praktisch überhaupt nichts bringt. So, und jetzt fahre ich nach vorne raus und schaue, was er hier anzeigt. Muss ich mich natürlich auch noch konzentrieren, dass ich nirgends anfahre. Bei mir ist es ja denkbar eng. Ja, soweit schaut es ganz gut aus. Ich drehe hier mal nochmal und mache direkt den Rückwärtsgang rein. Schau mal, wie er das anzeigt. Okay, ja, diese 3D-Ansicht ist natürlich schon ganz nett. Wir fahren jetzt mal auf den Supermarktparkplatz und schauen uns an, wie es dort ausschaut. Bin schon gespannt. So, ich bin am Supermarktparkplatz angekommen. Ja, hier nehmen wir gleich mal diese Parklücke und schauen, wie uns das alles hier angezeigt wird. Wie sich das anfühlt im Vergleich zur bisherigen Situation. Ich parke mal rückwärts ein. Zwischen diese Autos in die Lücke. Ja. Okay, die Sonne steht sehr tief. Aber er hilft mir hier tatsächlich recht gut, hier reinzukommen. Ja. Ich bin ganz angetan, muss ich sagen. Er zeigt mir das gut an, rechts und links, wie ich stehe. So, also ich schaue, dass ich noch ein bisschen gerade reinkomme. Gut, ich bin jetzt extrem von der Sonne geblendet worden. Das heißt, ich habe praktisch kaum was gesehen. Das war jetzt ganz gut mit dieser neuen Hilfe, die ich hier habe. Ja, ich muss sagen, es gefällt mir nicht schlecht. Die Ansicht ist gut. Also es ist auf jeden Fall, besser als vorher. Aber ganz ehrlich, ich bin 20 Jahre lang BMW gefahren mit den Einparksensoren. Und wenn man zu den Einparksensoren noch eine Rückfahrkamera hat, dann ganz ehrlich, kann eigentlich schon gar nichts mehr passieren. Auf dem Niveau befinden wir uns hier noch nicht, auch wenn das eine recht schöne grafische Darstellung ist. Aber auf dem Niveau sind wir hier definitiv noch nicht. Ja. So, hier haben wir einen separat gelegenen Parkplatz. Den schaue ich jetzt auch mal, ob er hier oder wie er hier die Bordsteine anzeigt. Also rückwärts einparken. Ja, er zeigt hier so ein bisschen die Parkbucht an tatsächlich. So, dann schauen wir mal, dass wir da nach Kamera reinfahren. Ich weiß gerade gar nicht, auf was ich mich eher konzentrieren soll, auf die Kamera oder auf dieses neue, auf die neue Einparkhilfe, das neue Vision-System. Es scheint relativ akkurat zu sein. Ihr seht, ich bin nicht mehr allzu weit weg vom Gehsteig oder vom Randstein und auch die Kamera zeigt es an, dass ich relativ nah hinten dran bin. Ich kann hier natürlich leicht drüber fahren, weil da nur Sträucher kämen, wenn überhaupt was käme.
Und da gucken wir jetzt mal, was er da dann macht, wenn ich hier einfach drüber fahre. Gar nichts, er zeigt einfach immer weiterhin Stopp an. Was er übrigens nicht mehr anzeigt, ist irgendein Abstand in Zentimeter, gell? Also da sehen wir nichts mehr. Zweimal nach vorne und schaut mal her, er zeigt mir vorne nichts mehr an. Also wenn es nach dem Auto gehen würde, könnte ich vorwärts einfach weiterfahren. Tja, zeige ich das aber jetzt gleich mal, dass ich vorne definitiv nicht einfach weiterfahren könnte. Denn wir haben hier einen Bordstein und der ist auch sogar relativ hoch. Ja, und an dem würden wir definitiv anstehen. Da könnten wir uns sauber den Unterboden kaputt machen, vielleicht sogar die Batterie beschädigen, wenn wir hier mit diesem Fahrzeug weiterhin einfach geradeaus fahren. Aber das System zeigt uns das definitiv nicht an. So, schauen wir nochmal rein. Machen wir nochmal einen Rückwärtsgang rein. Genau, er zeigt uns einfach nicht an. Die Sträucher sonst zeigt er so im Schichtprinzip an. Kann man doch zoomen. Ja, man kann ganz leicht hinzoomen, ganz leicht wegzoomen. Also er zeigt einem das hier so ein bisschen an. Aber definitiv nicht so, wie man es eigentlich bräuchte. Wir würden hier also definitiv unser Auto extremst beschädigen, wenn wir weiterfahren. Extremst beschädigen. Das ist nicht so schön. Ja, ich glaube, dass ich es nicht übertreiben muss. Hier, schaut mal, hier zeigt er leicht was an. Woher er das jetzt nimmt, das ist mir wirklich auch die Frage, weil die vordere Kamera, die hier oben drin ist, die kann das vom Kamerawinkel her eigentlich gar nicht sehen. Ja? Die kann überhaupt nicht sehen, was da unten ist. Denn diese Kamera, wenn wir mal den Blickwinkel der Kamera uns anschauen würden, ja, keine Chance, dass diese Kamera hier die Sträucher irgendwie sieht. Den hinteren Teil des Bordsteins, der wäre vielleicht noch erfassbar, aber der vordere Teil des Bordsteins definitiv nicht. Und trotzdem zeigt er hier was an. Aber Freunde, wir reden jetzt hier über Dinge, die, also bitte, wo zeigt er was an? Theoretisch hätte, könnte, wäre der BMW. Die Ultraschallsensoren vorne, die würden hier definitiv einfach piepsen. Ja? Die wären zwar bei Sträuchern auch nicht ganz so akkurat wie bei einer Hauswand oder ähnliches, gell? Weil die Sträucher, die wir hier haben, natürlich nicht ganz so schön den Ultraschall wieder reflektieren und nach hinten abgeben, aber dennoch wäre das kein Problem für das Auto, das hier zu erkennen und einen gut zu leiten und entsprechend auch den Abstand herzubringen. Das haben wir hier definitiv nicht. Ja, ich kann jetzt den ganzen Parkplatz noch 100 Mal abfahren und weiter testen. Ich glaube aber, es gibt genügend Videos und ich will das Video hier auch nicht zu lang werden lassen. Ja, also Freunde, wenn euch das gefallen hat, meine Einschätzung zu dieser neuen Einparkhilfe, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben, kommentiert, abonniert meinen Kanal. Das ist wichtig, dass wir diesen Kanal vorwärts bringen. Euch kostet es nichts. Mir bringt es ein bisschen was. Ich verdiene damit jetzt ja auch nichts, gell? Aber immerhin würden wir den Kanal damit weiterbringen. Wenn ihr euch einen Tesla kaufen wollt, trotz dieser nicht ganz so optimalen Situation bei der Einparkhilfe, dann nehmt gerne meinen Referral-Link, wenn ihr jemanden habt im Freundeskreis oder im Verwandtenkreis, dessen Link ihr nehmen könnt. Ich freue mich, ich bekomme ein paar Referral-Punkte und ihr habt 250 € Rabatt auf die Modelle S, X und Y momentan. Ja, ich wünsche euch was, macht es gut, viel Spaß, Servus.